Guten Morgen, liebe Leute. So, wir sind jetzt früh aufgestanden. Wir müssen heute offensichtlich die Kinder abholen von Oma aus Sachsen-Anhalt. Bei dem Opa geht das nicht so gut. Der ist im Krankenhaus. Also ich weiß nicht, was los ist hier mit uns, mit unserer Familie im Moment. Ich weiß es nicht. Jetzt müssen wir die Kinder abholen. Ach, ist das alles ein ehrlicher. Kommt einer nach dem anderen ins Krankenhaus hier. Jetzt, wir gucken mal, was da los ist. Halt gut fest. Bist du angeschnallt? Nein. Da bist du. Bist du ein süßes Baby? Bist du? Du bist mein süßes Baby, auf alle Fälle. Nein. Doch. Nein. Oh. Nein. Oh Mann, ey. So, auf zur Kita? Nein. Und dann hier muntere 6 Stunden Auto fahren. Oder so. Machst du denn nicht alle? Also auch noch. Was? Nicht glauben. Nee. Ich könnte nicht immer meine Laune so tun, als ob das aus Versehen war. Das ist kein Spaß. Das war jetzt nicht verwirrt. Naja, du hast sie gezögert damit. Zur Selbstbedienung. Was, sind es jetzt alle bei dir? Ja. Ja, jawohl. Das war die Bockwurstpause und jetzt geht's weiter.
Ja, wir sind im Berlin-Dorf. Berlin. So, wir sind zu Hause jetzt. Ich hab den vergessen. Kommt noch vorbei jetzt? Was? Wer kommt vorbei? Wer kommt vorbei? Ja, vielleicht. Wer nachts er heute? Das wissen wir alles nicht. So, ich hol mal die Fensterbank runter von oben. Und werde die mal ein bisschen schleifen. Gleich. Das war mein Sohn, der war nur kurz da. Scheiße, ey, so ein Mist, ey. Scheiße, ich da Leute. Was für ein beschissener Tag, also. Das war ein sehr, sehr, sehr schwerer Herzinfarkt. Nur ein paar Minuten gefehlt, aber schon.
Und dann können die gerade noch nicht sagen, wie viel Herzmuskel geschädigt ist. Und arbeiten gehen. Kann er vergessen. Er wird jetzt auf der Intensiv bleiben ein paar Tage, dann kommt er auf die normale Station und von dort aus geht er gleich in die Reha. Ich würde erstmal nicht nach Hause kommen. Mama hat Kaffee gekauft, Nachschub. Ja, Kaffee für die. Das waren ja alles Sorten, die wir erstmal ausprobieren mussten. Und die dunklen sind mir tatsächlich zu kräftig. Wir haben zwar noch ein paar helle. Diese braunen finde ich immer total gut. Mami. Hier. Die? Ich hab das auch. Die braunen eigentlich. Mami. Und die grünen sind auch noch gut. Die anderen sind mir zu doll. Mami. Ach, hier, Mama. Ich nehme so einen Kaffee. Ich nehme erst nur was du nicht trinkst. Ich mache auch dir Papa einen Kaffee. Du machst mir auch Kaffee, du, Papa? Ja. Hier, das sind die ohne Koffein. Nein, ich nehme... Nee, ich zeig's dir. Ja, ich hab da eh nichts mit zu tun. Eine oder? Was für ein Tag, du? Ich hab... ich weiß nicht. Wir wünschen dem Opa alles Gute auf alle Fälle. Alles Gute, Opa. Der Opa hat ins Zentrum gekommen. Du hast ein Botschaft. Ja. Oh Mann. Wir haben doch heute Geburtstag. Tschüss. Alles Gute, Opa. Gute Besserung. Ich vermisse dich. Und Blumen in ihrer typischen Art. Blumen vermisst dich auch. Ja. Wo ist die Nachricht an Opa? Ach man, Simon, komm gut aus dem Krankenhaus wieder raus, Mann. Was soll ich denn dazu sagen? Das ist eine Katastrophe. Wir wünschen dir alles Gute und viel Kraft und alles und naja.